Guten Morgen hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart, meine Damen und Herren. Zwei wichtige Daten heute Nachmittag aus den USA. Zum einen die Erzeugerpreise und zum anderen das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Es geht natürlich in letzter Konsequenz wieder um die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank. Wir hatten ja zuletzt so ein bisschen schwieriges Geschäft, sage ich mal vorsichtig, gehabt in China. Und die Angst der Anleger sagt jetzt, das könnte sich auch auswirken auf die Wirtschaft in den USA, sodass nur noch wenige Analysten davon ausgehen, dass es tatsächlich nächste Woche am 17. zu einer Zinserhöhung kommt. Und wenn ja, dann nur ganz marginal. Also dieser ganz große Schritt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ein Beleg dafür mag auch der Eurokurs sein. Der hat sich zum US-Dollar wieder kräftig erholt. Und zwar in Richtung 1,13 war er geklettert. Gestern die US-Börsen mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Wall Street verbessert sich um 0,5%, die Nasdaq am Times Square 0,8%. Und mit diesen Vorgaben startete der DAX heute positiv, aber nur wenige Augenblicke, um dann sofort wieder ins Negative zu drehen. Also man hat nach wie vor den Eindruck, Bullen und Bären, keiner möchte sich richtig festlegen vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Anders die EUWAX-Anleger, die rechnen gleich in den ersten Handelsminuten damit, dass der DAX sich weiter zurückziehen wird. Wir sehen also doch sehr viele Investments in Put-Optionen, Calls dagegen werden verkauft. Im Fokus heute die zweite Börsenreihe, der Modekonzern Gary Weber mit den Zahlen zum dritten Quartal. Ja, Aufstieg und Fall der Gary Weber Aktie, könnte man sagen. Seit Februar der Nachfolger Ralf Weber im Geschäft bzw. im Posten des Vorstandsvorsitzenden, der hat wohl mal in die Bücher geguckt. Es gab drei Gewinnwarnungen, die letzte im Juni. Und wenn wir uns mal hier den Jahreschart anschauen an dieser Stelle, da sehen wir gerade im Juni diesen kräftigen Abfall. 30% an einem Tag, das ist unglaublich. Und das Thema Expansion scheint jetzt zunächst mal auf Eis gelegt zu sein. Man hat Zahlen, wie gesagt, zum dritten Quartal vorgelegt und man schrammt gerade mal an der roten Null vorbei. Ein Mini-Gewinn bleibt hier noch operativ und ein kleines Plus bei den Umsätzen, das liegt an Hallhuber, die man kürzlich übernommen hatte. Der Kurs hat sich auf Jahressicht halbiert und die Aktie wird auch Ende des Monats den MDAX verlassen und wird eine Klasse tiefer im SDAX zu finden sein. Ganz kurz noch, wichtig und positive Nachrichten für die Verbraucher aus deutscher Sicht, die Verbraucherpreise. Die Inflation hat sich nämlich absolut stabilisiert. 0,1% im August, das ist fast gar nichts. Wir sind weit entfernt von der Komfortzone der EZB. 2% und darüber soll das ja sein. Insofern spricht alles dafür, dass die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik festhält.